Hallo, wie ihr wisst, gibt es Dinge, eine ganze Menge, die man übertreiben kann. Und ohne jetzt eine ganze Liste da aufzuzeichnen, möchte ich einfach ein Statement, eine Feststellung machen, nämlich, es gibt aber auch Dinge, von denen man nicht zu viel machen kann oder sagen kann. Und ich denke, eines dieser Dinge ist die Dankbarkeit. Dank. Dank bewegt immer wieder Menschen, einfach zu positiven Taten, zu guten Handlungen. Umgekehrt, Undankbarkeit bewirkt das Gegenteil. Aber am allermeisten, an wen sollen wir eigentlich unseren Dank richten? Nun, ich glaube, ihr habt es auch schon erraten. Und man muss nicht unbedingt ein jahrzehntelanger Bibelkenner sein, um Antwort auf diese Überlegung zu entdecken. Aber falls du darüber nachdenkst und grübelst, möchte ich dir den heutigen Losungstext zitieren, denn da haben wir die Antwort, wem eigentlich unser allererster Dank gebührt. Danket dem Herrn aller Herren, der allein große Wunder tut, denn seine Güte währet ewiglich. Psalm 136, 3 und 4, ein wunderbarer Psalm wieder. Und ich denke, da werden wir einfach darauf hingewiesen, wiederum, wie der Herr ist und was er tut, was er macht. Und das ist uns ja verraten worden. Er allein tut große Wunder. Und er ist gütig. Seine Güte währet ewiglich. Ich glaube, das sind auch wiederum Aussagen, die wir nur fragmentarisch verstehen. Aber immerhin, fragmentarisch. Ich glaube, wir haben eine ganze Ewigkeit, um Gottes Dankbarkeit zu bejubeln, zu besingen, zu bestaunen und uns darüber freuen, dass er so ist, wie er ist. Dass er einfach gnädig und barmherzig ist. Noch einmal, dieser wunderschöne Vers aus Psalm 136. Danket dem Herrn, danket dem Herrn, aller Herren. Nämlich, er ist der Herr aller Herren. Alle, die irgendeinen Herrschaftsanspruch stellen, sei es als Präsident, als Bürgermeister, als König, als Kaiser oder was auch immer, irgendwelche Herrschaften, er ist Herr aller Herren. Und das gibt uns schon wieder mal einen ganz anderen Blickwinkel auf unseren Gott und auch unseren Vater im Himmel. Und noch etwas, um das etwas zu vertiefen. Der allein große Wunder tut, denn seine Güte währet ewiglich. Der allein große Wunder tut. Nun, ich will das gar nicht bestreiten, dass auch andere Menschen und sogar auch andere Mächte und nicht unbedingt die göttlichen Mächte auch in der Lage sind, Wunder zu tun. Aber ob sie in diese Kategorie hineinfallen, große Wunder, ich glaube, das wird einzig und allein unserem Herrn aller Herren zugesagt. Auch jetzt in diesem Psalm hier. Was ist ein großes Wunder, fragt sich jetzt der eine oder andere. Auch das werden wir nicht alles ergründen und einordnen können. Aber zumindest ist gesagt, er allein kann die wirklich großen Wunder tun. Zum Beispiel, dass ein Sünder selig gemacht wird, gerettet wird. Das ist ein großes Wunder. Das kann der Sünder nicht selber und kann auch keine andere Macht ihm zusprechen, sondern alleine der Herr aller Herren.
dass er Sünder selig macht, dass er Welten schafft, von denen wir jetzt nicht den blassesten Schimmer haben, die es gibt, Dimensionen, die unvorstellbar sind. Und alles, alles zu seinem Lob und zu seiner Herrlichkeit. Alles, was er geschaffen hat, ist sie deswegen geschaffen worden, damit er, der Herr aller Herren, gelobt und gepriesen wird. Und dann hören wir noch, nämlich, dass er gütig ist. Dass er gütig ist. Und diese Güte währt ewiglich. Gütig und gnädig ist der Herr. Barmherzig. Einer unter den Aussätzigen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Das ist der Lehrtext aus Lukas 17, die Verse 15 und 16. Viele, denke ich, kennen auch diesen Bericht von den 10 Aussätzigen, die zwar Jesus erkannten, weil als sie ihn gesehen haben, haben sie ihn beim Namen gerufen und er reagiert auf ihr Bitten, auf ihr Flehen und heilt sie. Und sie waren natürlich ganz froh und glücklich. Aber es ist nur einer letzten Endes, der ein bisschen tiefer schaut in das, was da jetzt gerade passiert ist in seinem Leben, nämlich ein Wunder Gottes. Und will Gott dafür danken und die Ehre geben. Und kommt zurück zu Jesus, um ihm das zu bekunden. Ich weiß nicht, wie viele Menschen auch immer wieder Gottes Güte und Barmherzigkeit und Hilfe und Fürsorge erleben. Und dann einfach weitergehen, als ob es das Selbstverständlichste wäre. Und Gott keinen zweiten Gedanken an ihn verschwenden. Jedenfalls denke ich, dass dieser eine uns als Vorbild dienen soll, dass das, was der Herr im Leben tut und getan hat, dass ihm allein Dank und Anbetung gebührt. Und das sollen wir auch heute wieder tun. Vielleicht nehmen wir uns einige Augenblicke Zeit, um zu überlegen, was ist in meinem Leben passiert, wofür ich wirklich dankbar bin und dankbar sein soll. Vielleicht entdecken wir dann plötzlich Dinge, die wir auch für selbstverständlich genommen haben, die einfach so zum Alltag dazugehören. Aber ich denke, auch diese Dinge sind nicht selbstverständlich, was immer die sein mögen. Jeder soll sich das selber oder kann sich selber Gedanken machen, wofür darf und soll ich auch heute meinem Herrn von ganzem Herzen danken? Mir fallen da jetzt schon ein paar Sachen ein, aber das sage ich ihm. Ich wünsche dir auch wieder einen guten und einen schönen und einen dankbaren Tag. Okay, Servus.